Herzlich willkommen auf der Gamescom 2016. Der Wahnsinn geht weiter in Köln und ich bin wieder sehr gespannt, wen wir alles Verrücktes hier so sehen. Hallo. Nee. Okay, bin ich lustig jetzt. Hi. Hallo, welcher Charakter bist du? Ich bin Ari aus League of Legends. Fantastisch. Hat die da auch so große Brüste in dem Spiel? Ich glaube sogar noch größer, ja. Wie geil ist das denn? Ich müsste das wirklich mal spielen. Ja. Mal gucken, vielleicht wärst du sogar ganz gut drin, ne? Ich habe ein ganz gutes Gefühl. Was sind denn so deine Magic Tricks? Was kannst du? Jetzt als Champ oder im Real Life? Nein, Spaß, als Champ. Ich kann rumspringen und so große Kugeln verschießen, sowas. Ich habe auch so eine große Kugel eigentlich die ganze Zeit in der Hand und damit greife ich auch an und sowas, ja. Spring mal, einmal so? Nee. Mal. Okay, was kannst du im privaten Warenleben? Nein, sowas herstellen. Gibt es die irgendwo umsonst, die Sonnenblumen, oder wo kommt das jetzt her? Das gehört zu ihrem Cosplay. Das ist auf meinem Mist gewachsen. Die haben gesagt, wir dürfen keine Waffen mitnehmen. Das ist keine Waffe, oder? Das ist absolut. Bist du Allergiker? Dann kann es eine Waffe sein. Ist das sogar eine echte Sonnenblume? Nein. Die hast du dir gebastelt? Ja. Die kann allerdings eine Waffe sein. Also wenn ich ihm das hier voll über den Schädel zimmer, dann passiert da schon was. Kannst du mal ausprobieren. Könnte ich auf jeden Fall machen. Als was? Ja, aber auch. Als was bist du verkleidet? Game of Thrones? Nee, ganz casual einfach. Ach so, das ist ein normales Outfit? Ja. Ah, okay. Und du gehst als? Ich bin ein White Mage aus Final Fantasy 14. Kriegst du da drin auch noch. Ja, ich weiß, aber Pikachu... Aber Pikachu-Mütze auf, hier, guck mal. Aber Pikachu habe ich gar nicht gesehen bei Final Fantasy 14. Tja, jetzt schon. Crossover. Ich nehme lieber, guck mal, das ist für die Leute, die ein bisschen was können. Die haben halt die Mütze hier direkt auf dem Kopf. Ist das auch Pokémon? Nein, das ist Final Fantasy. Also scheiße. Ich kann das also. Final Fantasy! Woo! Ihr solltet mal miteinander vögeln. Hey, ich habe ein Pokémon getroffen. Achtung, warte, bis gleich. Warte, ich muss dich kurz erspielen. Warte, doch. Spring doch mal. Hallo. Hallöchen. Wie, bist du mit deinen Kindern da, oder? Ja, mit meiner Tochter, ganz genau. Wo sie ist, läuft die rum? Meine Tochter ist irgendwo da bei den YouTubern und versucht ein Autogramm zu ergattern. Welche YouTuber sind denn da? Eigentlich sollten Revi und... Ich habe keine Ahnung, wie die heißen. Revi, Aldi und Lidl, die sind alle hier. Hallo. Hey. Das gar nicht bemerkt, angeschlichen, was soll das denn? Und sei froh, dass ich dir nicht mal den Penis durchs Gesicht gezogen habe. Könnte passieren, aber das malst du ja sehr schön. Ja, ich kritze einfach vor mich hin, ich habe nämlich gerade nichts zu tun. Ich habe das nämlich gerade gesehen, wenn wir das mal kurz zeigen können. Ja. Hier, fantastisch. Nein, oben ist nur eine miese Skizze dabei. Nee, aber was ist das denn genau? Aus dem gleichen Charakter, also ein Charakter aus der gleichen Serie, von der ich stamme. Aus welcher Serie stammst du denn? Aus der Kinderserie Steven Universe. Genau. Vielleicht kann ich mal ein kleines Bild zeigen. Ich sehe ein bisschen schwer. Ja, doch. Erkennt man komplett wieder. Wie jung bist du, wenn ich mal fragen darf? Ich bin 16 geworden. So, das mit dem Penis vergessen wir mal ganz schnell. Wie konnte ich darauf kommen? Soll ich was malen? Sekunde. Das ist extra ein Buch, um rein zu malen. Da können die Gäste rein malen. Ich hab heute schon einen wunderschönen Eintrag bekommen. Da können Sie der Nächste sein. Es ist schön, dass du mich siehst. Du kannst mich ruhig duzen. Ich kann nur Ottifanten. Servus, hallo, guten Tag. Hallo. Hallo. Ah, du sprichst doch Deutsch. Wer hätte das gedacht irgendwie? Wie geht's? Ganz gut. Was hast du? Ich hab Hunger. Ach so, ja, da kann ich ja nichts für irgendwie. Ja, das, nee. Du könntest ja nett sein und mir was zu essen holen. Aber. Könnte ich theoretisch machen. Mich hat schon gewundert, ist das eine politische Statement, deine Haarfarbe, oder was möchtest du damit ausdrücken? Ich möchte damit ausdrücken, ich hatte grüne Haarfarbe übrig und die kommt da jetzt rein. Fantastisch. Guck mal. Dankeschön. Hä? Das ist das Einzige, was ich kann, Ottifanten. Ich weiß gar nicht, auf welchem Stand die sind. Wo kommt ihr her? Aus Köln. Ach so, das ist ja nicht so weit. Hallo. Hier ist Einwanderung parallel irgendwie. Das ist ganz normal irgendwie hinter dem Ding. Brettspiel mit Anfassen und so. Wie geil ist das denn? Ja. Das ist ja, das ist aber für Leute, die sich kein Handy leisten können, oder was? Das ist ja richtig hier mit Oldschool, aber jetzt müssen wir ein Foto herhalten. Ja, ich meine ja wohl. Und aber ganz kurz, bist du Schwabe? Ja.
Ja klar, der Schwabe, der kauft sich natürlich keinen Computer, der spielt noch Brettspiele. Er sagt, wenn du groß und alt bist, dann kannst du vielleicht auch mal ein Handy bekommen. Dann bekommt er Nokia und kann Snake spielen. Ja, sehr gut. Allah Akbar. Nein, nicht gut. Ach so, ups, auf einmal steht er neben dir. Wie jung bist du? 32. Mit was? 32. Du bist 32? Ja. Wie geil ist das denn? Du bist 32 und läufst doch mit dem Kinderhaarschnitt rum? Ja. Ja, wie geil. Und du? Verstehst du mich? Ja. Natürlich. Natürlich. Ich frag einfach mal, wo kommst du denn her? Aus Deutschland. Ja, das ist ja klar. Das habe ich ja direkt gesehen. Das war's. Und zwar aus dem asiatischen Teil Deutschlands. Ach so, meine Mutter kommt aus Südkorea. Ja, fantastisch. Auch sehr gut. Haben wir im Tischtennis leider verloren. Nee, wir haben gewonnen im Tischtennis gegen euch. Ich weiß. Ja, ist egal. Es gibt ja andere Sachen, wo ihr auch gut seid. Hast du noch was anderes gesehen hier? Oder was hast du so gemacht? Was interessiert dich? Die Spiele. Spiele. Welches Spiel interessiert dich am meisten? Ich finde das schön, dass du diese ganzen Sätze so raussprudeln aus dir. Ist immer gut, wenn Leute winken, dann kann man komplett an der Schlange vorbei. Ja, Servus. Schön. Hallo Olli, was können wir für dich tun? Hallo. Hallo. Servus. Olli, hallo, schön, dass ihr da seid. Wie geil ist das denn? Ihr habt ja sogar hier mit Merchandising-Stand, das gefällt mir sehr, sehr gut. Muss gut sein, ja. Autogramme immer beim Merchandise-Stand gehen. Absolut, absolut. Was läuft am besten? Der Hoodie in Grau für 40 Euro oder die Jogginghose für 40? Der Snapback für 25 und das Kissen für... Habe ich vergessen. Hattest du schon Autogramm und alles von dir? Leider noch nicht. Was? Leider noch nicht. Was würdest du machen, wenn ich dich da vorne hinbringen würde? Richtig ausflippen. Komm mal mit, komm mal mit. Komm. Ich habe hier nochmal einen Kollegen kurz von mir, warte. Schon ganz kurz. Das ist ein Kumpel von mir, der wollte sich nicht anstellen. Ja, ja, dann komm mal her. Ja, was möchtest du denn, ein Selfie? Ja, natürlich. Er ist noch einer der, ich meine, Selfie ist 5 Euro. Also Leute mit dem Selfie-Stick müssen hier einfach nochmal eine besondere Beachtung finden. Und was machst du beruflich? Ich mache zurzeit meine Ausbildung als Fachinformatiker für Systemintegration. Ah, das ist also praktisch auch das, was man hier auch jobmäßig schon miteinander verbinden kann. Nicht ganz. Ach, scheiß was drauf. Wenigstens machst du eine Ausbildung, das hast du ja vielen hier voraus in der Runde. Bestimmt nicht. Ja, doch, doch, doch. Wer macht doch eine Ausbildung? Ja, also guck dir es mal an. Du bist der Einzige, der hier was kann. Ist das ein neues Gerät oder ist das irgendwas, was man wissen müsste? Irgendwie ein Messgerät für Diabetes. Ah, okay, alles klar. Cool. Ist das jetzt ein neues Shit, muss man das jetzt... Ich bin der erste Cyborg quasi. Ja, ich merke das schon. Deswegen, ich habe so viele Filme gesehen irgendwie und gleich irgendwie schraubst du den Arm ab und machst durchgeknallte Sachen. Als nächstes kommt Transformers, aber das ja, ist... Ja, ja, ich weiß schon. Okay, dann wünsche ich, macht mir ja grundsätzlich keinen Spaß drüber irgendwie, deswegen wünsche ich erstmal gute Besserung. Und jetzt nicht vielleicht eine Cola trinken und sowas halt ein bisschen so bei den süßen Sachen aufpassen. Ja, ja, wird schon. Wie ist der Messwert momentan? Keine Ahnung. Ist hier ganz gut. Ja, natürlich. In der Umgebung muss der gut sein. Dich habe ich auf jeden Fall gesehen. Ich weiß nicht ganz genau. Ich glaube, es war Hürden 400 Meter oder 200 Meter Staffel. Kann sein, ja. Ja, ich weiß. Hallo. Warte, ich muss mal ganz kurz. Hallo. Oh mein Gott. Hallo. Ja, oh mein Gott, ist schon mal ganz richtig. Ganz kurz, welche Figur bist du? Ich bin Nachtara aus Pokémon. Ah ja. Und wann kommt das Ei? Demnächst. Ja. Wie alt bist du, wenn ich mal fragen darf? Ich bin 20. Ja, 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 habe ich auch direkt gesehen. Bist du in festen Händen? Ja. Ah, es muss nicht so ein heißes Girl wie du, das bleibt nicht lange alleine. Wo ist dein Boyfriend? Steht hinter ihnen. Wo denn? Ach, er hier oder was? Wo? Ja. Ah, das gefällt mir sehr gut, du stehst auf kleinere Männer. Wo habt ihr euch kennengelernt? In einem LoL-Game. Ist ziemlich, ziemlich merkwürdig, aber ja. In einem was für einem Game? League of Legends. Ach so, in einem LoL-Game. Ah, okay, League of ja, Legends. Sie hat ah. mich zerstört. Ja, natürlich hat sie dich zerstört. Wie lange seid ihr schon zusammen? Vier Monate. Er sagt 4 bis 5 Monate, was sagst du? 4 Monate. Was war in diesem Monat, den du mit draufgepackt hast? Gut, dann wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß. Kommst du auch da, wo sie herkommt? Nee, leider nicht. Wo kommst du her? Mailand. Italien. Du kommst aus Italien und hast sie kennengelernt? Ja. Wie geil ist das denn? Und du sprichst jetzt schon perfektes Deutsch? Ich bin zweisprachig aufgewachsen, also ja. Wie geil ist das denn? Und wie oft seht ihr euch denn, wenn du aus Mailand kommst?
Wir sehen uns jede paar Monate, aber dann ziemlich lange. Jede paar Monate, so alle 4-5 Monate. Nein, das ist ein bisschen übertrieben. Könnt ihr euch einmal küssen vor der Kamera? Ah, es ist. Also so viel Schönheit habe ich selten gesehen hier, muss ich sagen. Ich wünsche euch viel Erfolg. Alles Gute, toi toi toi. Danke. Ciao. Mr. Monopoly. Ah, Mr. Monopoly. Ich meine, den wollte ich schon immer mal kennenlernen. Der muss mir aber auch eine Straße verkaufen. Der macht alles für dich. Den wollte ich schon immer mal kennenlernen. Hallo, servus, Namen. Tag. Das ist ja nicht schlecht. Und seit wann bist du mit ihm zusammen? Schon mein ganzes Leben. Du wartest auch nur darauf, dass du was erben kannst. Das wäre schön, ja. Was möchtest du gerne haben? Die Schillerstraße, die Schlossallee oder einen Bahnhof? Ich möchte gerne die Schlossallee und die Parkstraße und am besten alle anderen auch noch. Das ist geil. So sind die Weiber. Einfach schön dranbleiben an den alten Typen, die schön ausnutzen. Das ist wenigstens auch aus meiner Zeit. Das kenne ich noch, ja. Das ist nicht Final Fantasy 58 oder irgendwas anderes. Super Mario. Da, das sind noch die Klassiker. Hallo, servus. Servus. Moin, Tag. Hallo. Hallo. Servus. Das ist mal endlich mal wenigstens einer, da kann ich noch was mit anfangen. Okay. Wo ist denn Luigi? Nicht da. Hast du schon einen Pilz heute gegessen? Nein. Soll ich dir einen verkaufen? Wenn du möchtest, kannst du mir einen schenken. So fängt's ja an. Drogen. Immer aufpassen, was einem die Leute anbieten. Das ist auch, finde ich, in der heutigen Zeit das Beste, was man irgendwie tragen kann, oder so? Ein klassisches Outfit. Hallo. Hi. Servus. Hallo. Hallo. Oder sprichst du Deutsch? No, I'm English. Only English, Italian. Ah, Italian. Are you from Italy? From Italy, Rome. Oh, very good, very good. What kind of game is this? Metal Gear Solid from Peace Walker, Big Boss. Hallo. Servus. Hallo. Wo kommt ihr her? Welches Spiel seid ihr? League of Legends. League of Legends. Ah, genau, das ist Metal Gear Solid, ja, okay. Oder auch Syrien heißt das auch irgendwie. The old school of Metal Gear. Yeah, yeah, that's good, okay. Have fun, make love, not war. Make love, not war. Make war, not love. That's fun, okay, of course. Egal, was machst du beruflich? Schülerin. Klar bist du Schülerin. Und was willst du mal später machen? Irgendwas? Auf jeden Fall nicht Fernsehmoderator werden. Das solltest du aber. Gibt einen Arsch voll Geld. Die Leute sind total nett zu dir und so. Es ist echt super. Nein. Doch, ist richtig stark. Aber ich könnte dich im Telefonbereich würde ich dich unterbringen. Nein, nein, ganz sicher. Callcenter, das ist was, wo du gut arbeiten könntest. Hallo. Hallo. Das sind mal geile Stiefel. Vielen, vielen Dank. Welche Figur bist du? Alice aus Metroid Returns. Habe ich direkt gesehen. Und du? Fiora aus League of Legends. So sieht es nämlich aus. Und das ist Blut, schätze ich mal? Natürlich. Ah. Ist das jetzt aktuell einmal im Monat passiert oder woher kommt das? Mutter. Du bist Mutter. Ja. Wie alt ist dein Kind? 2. Ja. Das ist aber, ich meine, wer schon mal eine ordentliche Geburt mitgemacht hat, der weiß, dass man danach so aussieht. Gamescom 2016, wie immer total verrückt, spektakuläre Cosplayer, eine Menge Spaß. Kommt noch vorbei und ansonsten sehen wir uns 2017 wieder.